Ich denke, wir fangen sofort an. Wir freuen uns sehr, dass wir hier über Berlin sprechen können, den nächsten 40 Minuten. Berlin, die kreative Stadt. Ich finde es sehr wichtig, dass wir als Einstieg mal ganz kurz von euch hören, vielleicht fangen wir bei dir an. Kurze Vorstellung, was ihr macht und warum aus eurer Sicht Berlin diesen Begriff Creative City verdient hat. Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich bin wahrscheinlich genau für die Frage gar nicht der richtige Ansprechpartner, weil ich habe zwar viel mit Berlin zu tun und wir sind aber nicht in Berlin beheimatet, aber haben sehr viel Austausch. Ich bin selber freier Künstler, bin seit einem Jahr mit einem Projekt unterwegs, The Electric Hotel. Wir standen letztes Jahr hier draußen im Forum. Ganz grob geht es darum, dass wir mit einer Art mobilen Energieplattform Strom erzeugen und auf Großfestivals elektrische Geräte aufladen und das Ganze mit einem sehr künstlerischen, Ansatz versehen. Und ihr erzeugt Energie für Veranstaltungen. Also für einen Kongress wie hier könnte man sozusagen komplett auf eure Module zugreifen. Bei dem ganzen Kongress wird es schwierig, weil Lampen und sowas, nein, wir laden mobile Geräte. Das heißt hauptsächlich Mobiltelefone. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf einem Großmusikfestival ist, stellt am zweiten Tag fest, oh Mensch, mein Telefon ist leer, es gibt überall Currywurst und Pommes und andere tolle Sachen, aber es gibt keine frei verfügbaren Steckdosen, dann stehen wir da und machen über Sonne, über Wind, über Wasser und über Muskelkraft Strom und laden damit Geräte auf. Ich hatte gestern, und es geht mir wahrscheinlich ähnlich wie vielen hier im Raum, auch dieses Problem, dass irgendwann das Mobiltelefon leer war und habe mir dann so einen Raum gesucht, das war die Abstellkammer, und da habe ich dann mein Gerät, sorry, aber ich habe Strom gezapft, geklaut. Also sowas wäre ein tolles Geschäftsmodell. Ihr wandert, ihr seid mobil unterwegs mit eurem Angebot sozusagen. Und wir erzeugen halt den Strom selber vor Ort. Das heißt, wir brauchen keine Betriebsstoffe, sondern wir nutzen halt Natur und durchaus auch die Besucher von den Veranstaltungen. Wir haben Fahrräder dabei, wo man sich sein Handy selber mit Strom aufladen kann. Wir haben ein mobiles Pumpspeicherwasserkraftwerk dabei, wo man mit alten Feuerwehrpumpen Wasser pumpen kann und dann einen kleinen Generator betreibt. Das heißt, ihr setzt auf Partizipation auch dabei. Ganz genau. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir Mehrfachsteckdosen hinlegen, wo dann jeder sein Telefon aufladen kann, sondern es geht wirklich darum, auch das Phänomen Elektrizität ein bisschen mehr in die gesellschaftliche, als gesellschaftliches Thema mal zu verdeutlichen. Vielleicht könnte man ja auch die Bewegungsenergie in einem Raum sozusagen dynamisch nutzen, um daraus wieder Strom zu generieren. Also wir haben heute ja auch schon unsere Aufwärmeübung hinter uns. Es gibt auch eine Disco in Berlin, die hat sozusagen mit den tanzenden Menschen die Musik angetrieben. Also die Menschen, die sich bewegt haben, haben die Musik. Kennst du dieses Projekt? Ja, also es gibt. Im Moment ist eine super spannende, schönes Wortspiel, super spannende Zeit, da tut sich enorm viel und letzten Endes alles, was sich bewegt, lässt sich zur Elektrizitätserzeugung. Kinetische Energie, Wärmeenergie etc. Ob das jetzt tanzende Leute sind oder Fahrradfahrer oder irgendwas anderes, Elektrizität lässt sich im Prinzip überall rausziehen. Ja. Ich finde es auch interessant, wir machen ja auch im Radialsystem viele Konferenzen wie diese und hier finde ich es bemerkenswert, dass ihr das Tageslicht mitnutzt. Das finde ich schon mal ein Kompliment an euch. Es werden oft Räume, die eigentlich Tageslicht haben, verdunkelt, um dann mit hohem Aufwand wiederum elektrische Energie in den Raum zu bringen. Finde ich sehr wichtig. Also auch da kreativ zu sein und wenig Strom zu benutzen. Aber es könnte auch noch ein bisschen weniger sein, glaube ich. Polite. Also mir ist es noch nie aufgefallen. Sollten wir die ändern. Letzte, meine Frage, warum ist Berlin so aufregend? Weil warum Berlin, ist Berlin eine Creative City? Im Moment ist Berlin, hat so ein bisschen was von so einem Alchemistentopf, wie sie früher war. Ne? Man hat ganz viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichsten Disziplinen, die kommen alle an einen Ort und fangen an, sich untereinander auszutauschen. Das heißt, Besonderes, die kommen freiwillig. Freiwillig ist, ich glaube, sowohl freiwillig wie auch einfach aus der Not geschuldet, dass man selber merkt, dass man in dieser komplexen Welt alleine einfach nicht mehr weiterkommt. Man kann nicht mehr alles selber können. Gerade ich komme aus der Kunst, mache jetzt was mit Elektrizität. Das ist erstmal, kommt man da nicht so einfach drauf. Das heißt, man ist darauf angewiesen, viele Leute zu haben, die eine Expertise in einem bestimmten Fachgebiet haben und die in ein Projekt reinzuholen. Und das geht, glaube ich, an kaum einem anderen Ort so gut wie in Berlin. So, das ist die perfekte Überleitung zu Jeanette Fürstenberg. Alchemie. Berlin, ist das das Labor der Zukunft, an dem am Stein der Weißen gearbeitet oder die? Was passiert hier genau? Warum trifft der Begriff des Medici-Effekts, zu dem Sie Ihre Doktorarbeit ja geschrieben haben, warum trifft er auf Berlin wirklich zu?
Ich kann das leider nur theoretisch untermauern und nicht so wunderbar praktisch wie du. Das ist ja schon wahnsinnig toll, was du da machst. Ja, ich kann das im Grunde nur in dem Beispiel Florenz mal zeigen, was die gemacht haben. Die haben ja einen sehr, sehr integrativen, vorwärtsdrängenden Innovationsansatz gehabt, wo sie immer wieder aus Vorhandenem Neues entwickelt haben. Und das in einer wirklich rasanten Geschwindigkeit. Das heißt, das ist ihnen wirklich nur gelungen, weil sie es geschafft haben, immer wieder eine ganz andere Sichtachse auf Probleme anzulegen. Ich gebe mal ein Beispiel. Damals war ja eigentlich war es verboten, auf verliehenes Kapital Zinsen zu erheben. Das war damals nur der jüdischen Bevölkerung vorbehalten. Und in der Zeit waren die Medici, beziehungsweise eigentlich diese ganze Epoche der Medici, die ersten, die dieses Problem anders sehen konnten, die das nicht als Problem behandelt haben, sondern es als Möglichkeit gesehen haben, nämlich aus dem Handel, der damals einfach immer weiter florierte und ursprünglich aus der Tuchproduktion kam, also aus der Tuchproduktion hat sich der Handel entwickelt. Und durch diesen Handel, der auch innereuropäisch florierte, haben sie dann eben gesehen, dass man Zinsen eben auch über den Wechselkurs erheben kann. Das heißt, sie haben nicht die Zinsen direkt auf das Kapital erhoben, sondern sie sind hingegangen und haben das Ganze auf den Wechselkurs zum englischen Pfund zum Beispiel erhoben. Und haben somit ein Problem in eine tatsächliche Geschäftsmöglichkeit umgewandelt und waren damit ja extrem erfolgreich. Manche mehr, manche weniger. Die Medici waren damit noch erfolgreicher als viele andere. Und ich glaube, dass das einfach eine ganz spezifische Eigenschaft ist oder eine spezifische Möglichkeit ist, die sich nur dann bietet, wenn man tatsächlich auch offen ist, neue Sichtachsen anzunehmen und diese Neugierde auch immer mit sich herumträgt und auf Menschen offen zugeht und gerade eben auch diesen Kontakt zu Künstlern und Kreativen sucht. Also ich glaube, dass da einfach ein unheimliches Potenzial liegt, weil die einfach oftmals sowieso eine ganz andere oder sehr spezifische Sichtachse auf die Welt haben und auch so gesellschaftliche Veränderungen oftmals als erste antizipieren. Und ich glaube, dass da ein ganz, ganz großes Potenzial gerade für Berlin liegt, sowas Ähnliches nochmal zu wiederholen. Aber wenden wir es mal ganz konkret auf Berlin an. Seit wann, würden Sie sagen, ist dieser Medici-Effekt eingetreten? Ist er schon an seinem Peak? Wo kommt er her? Wo gehen wir hin? Sind wir sozusagen in der Blüte der Renaissance in Berlin? Oder sind wir erst am Anfang? Wo würden Sie uns da verorten, wenn man es jetzt mit diesem blühenden Florenz vergleicht? Ich glaube, dass Berlin so ein bisschen gerade in so einem Stadium eines pubertierenden Kindes ist, dass da einfach eine sehr... Wir haben leider auf der Bühne eine schwierige Akustik. Können Sie sagen? Ich sage, dass das in einem Stadium eines pubertierenden Kindes ist, dass da eine gewisse, dass so ein Auswachsen in verschiedene Bereiche stattfindet, das sehr, sehr spannend ist, aber was man vielleicht so ein bisschen konzentrieren müsste. Ich glaube, dass man noch mehr Initiativen schaffen müsste, wo man so Ballungszentren kreiert, wo solche Ideen auch tatsächlich noch enger ausgetauscht werden können. Weil Berlin hat eins, was Florenz damals nicht hatte, beziehungsweise Florenz hatte etwas, was Berlin heute nicht hat, nämlich eine gewisse Kleine, eine gewisse Enge, eine gewisse, Florenz hatte damals ungefähr 15.000 Einwohner und hier haben wir nun wesentlich mehr. Und ich denke, dass es aufgrund dieser Größe relativ schwieriger ist, diesen Effekt herbeizurufen. Und ich glaube, dass es dafür eben auch solches Engagement braucht, wie Ihr Radialsystem das ist, wo man solche Begegnungen auch tatsächlich forciert. Kommen wir gleich nachher noch dazu. Wir werden es auch im Anschluss vertiefen, das Thema Medici-Effekt. Ich denke, es war auch wieder eine perfekte Überleitung, schön wie die Bälle hier wandern. Die Überleitung zu Günter Faltin, nämlich, weil er ja hier in 2 Tagen auf dem Entrepreneurship Summit sowas wie eine Verdichtung, vielleicht auch zu einer Hochverdichtung von Menschen, von Kreativen, von Gründern oder auch denjenigen, die Gründer werden wollen, die sich inspirieren lassen, Menschen, die Kontakt suchen. Eigentlich ist es eine große Ideen- und Kontaktbörse, die hier stattfindet. Und ich verfolge dieses Projekt ja auch schon seit Jahren und finde, dass es der beste Summit bisher ist. Großes Kompliment nochmal an den Gründer dieses Summits. Bitte, Applaus. Okay. Die Einbindung auch von künstlerischen Aktivitäten finde ich auch hier, tanzt glaube ich ein Tango-Paar durch den Raum. Es wäre sicher schön, wenn wir irgendwann alle dann mal tanzen werden. Der Kongress tanzt, könnte man sagen, weil das, was Sie ja auch in Ihrer Doktorarbeit beschreiben, ist, dass es ganz wichtig ist, Sichtachsen zu ändern, Perspektivwechsel durchzuführen. Und im Grunde gehen Sie ja so weit, dass Sie sagen, die Künste, also Sie beziehen sich da auch auf Ihren Großvater, glaube ich, ja, der ein Unternehmen hatte, großer Kunstsammler, ein Mäzen auch war. Und ich finde das selten eigentlich, dass jemand, der aus der Wirtschaft kommt, sagt, wir brauchen Künstler. Sie kennen alle diesen Witz, 2 Banker treffen sich, über was reden sie? Über Kunst. Treffen sich 2 Künstler, reden sie über Geld.
Was wir brauchen ist, noch eine Besonderheit, er war ja vorher Künstler, das ist ja eigentlich spannend. Er war ja erst Künstler, ist dann Unternehmer geworden und dann zum Mitz. Also wahrscheinlich deswegen, er kommt da, die Quelle der Inspiration eigentlich auch für Geschäftsmodelle kommt oft aus der Kunst. Das ist ja auch Ihr Credo, Herr Valentin, wofür wir Sie alle lieben und schätzen, dass Sie quasi sagen, Businesspläne oder auch selbst, Sie gehen ja sogar so weit in dem Buch Kopf schlägt Kapital, da Sie sagen, es kommt gar nicht darauf an, dass man Geld hat. Ideen sind sowieso viel unbezahlbarer, viel wichtiger. In Ihrem Vortrag gestern haben Sie ja auch nochmal betont, die Zukunft gehört den Menschen, die Geld haben, die Ideen haben und Ideen zu Geld haben. Das war ein Freudscher. Die zu Geld kommen. Das Geld kommt zu denen, die Ideen haben. Ist es so? Heute ja, heute ja. Aber wir müssen in der Realität bleiben. In dem Moment, wo wir hier sitzen, steht immer noch in allen Lehrbüchern zu Entrepreneurship, was ist wichtig? Betriebswirtschaftslehre ist wichtig und da geht es um Finanzierung, da geht es um Marketing, da geht es um Management und alle diese Sachen. Also jemand, der behauptet, dass die Idee wichtiger ist und dass man Ideen nicht mit Beschäftigung durch Buchhaltung bekommt, sondern durch zum Beispiel Kunstbetrachtung und die Sichtachsen, auf die uns Kunst aufmerksam macht, das ist heute immer noch, ist man Außenseiter. Vielleicht inzwischen wir sind jetzt anerkannte Außenseiter, früher hat man über uns gelacht, aber wir sind noch nicht sehr weit. Also der eigentliche Durchbruch steht noch bevor, dass wir sagen, ja, natürlich muss man ein Unternehmen auch professionell managen, aber dafür haben wir Ökonomen, dafür sind die auch gut. Und die sollen so gut sein, dass sie uns sagen, horch mal, Liquidität, Alarmzeichen, dieser Geschäftsbereich bringt überhaupt keine Überschüsse, da ist folgendes Problem so. Also in Komponenten denken, die ökonomische Komponente ist nicht weg, die ist da, aber die sollte man professionell machen und nicht von Stümpern betreiben lassen, das ist ein Punkt. Und das andere ist, woher kommen die Ideen? Und ich sehe, ich bin selber Ökonom, ich kann diese Kritik ja mit ein bisschen Hintergrund aussprechen, ich sehe nicht, dass die Ideen aus der Ökonomie kommen. Im Gegenteil, ich sehe, dass die Ökonomie viel Ideen und Eigenheiten und kulturelle Vielfalt zerstört. Und da muss man etwas dagegen setzen und sagen, wir sind nicht gegen Ökonomie. Profit ist etwas sehr Wichtiges. Profit ist der Motor, ist die Energie des Ganzen. Aber der Profit gehört nicht in den Fahrersitz und da ist er im Moment. In den Fahrersitz gehören Ideen. Was wollen wir? Wo wollen wir hin? Und sozusagen die Proportionalität ist völlig falsch. Sprechen wir über die ökonomischen Realitäten einer Stadt wie Berlin. Wenn man sich mit Menschen unterhält, warum sie hier leben und arbeiten, ist eine der ersten Antworten, die Unternehmensgründer, Kreative liefern, ist, dass Berlin immer noch im europäischen Maßstab und im Weltmaßstab eine bezahlbare Stadt ist. Räume sind als Ressource, in Hülle und Fülle vorhanden, werden aber immer enger. Und glauben Sie, dass der Gründungsboom in Berlin vor allem auch einen Raum, den Raumfaktor zugrunde hat, beziehungsweise die finanzielle Seite, die ja eine wichtige Rolle spielt, damit man sich eben nicht mit zu hohen Anfangskosten belastet? Und wo steuern wir sozusagen hin in einem Berlin, was sich tatsächlich stetig verteuert? Also Wohnungen, Arbeitsräume etc. steigen, Kosten steigen. Und wie kann oder sollte Ihrer Meinung nach Politik durch eine neue Liegenschaftspolitik, die ja jetzt gerade in den letzten Monaten und auch Jahren, aber vor allem zugespitzt in den letzten Monaten sehr stark zugespitzt hat, ist das richtig, dass da Steuerungsprozesse stattfinden oder würden Sie sagen, das ist nicht der entscheidende Faktor für Medici-Effekt in Berlin? Also da bin ich anderer Meinung. Ich höre überhaupt nicht, dass die Mieten da das Ausschlaggebende sind. Das kommt so als zweites und drittes Argument, ja. Das ist ein angenehmer Begleitfaktor. Dass Berlin eine informelle Szene hat von so in Anführungszeichen verrückten Leuten, die einen selber sozusagen bestätigen, wenn man ein Stück weit Außenseiter ist oder nicht nur Mainstream daher redet. Also dieses Gefühl, dieses vielleicht auch Glücksgefühl, unter Gleichgesinnten zu sein und wo der Anpassungsdruck nicht so stark ist. Und das höre ich als erstes und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt in deutschen Mittelständen. Diversität, Vielfalt. Diversität, ganz genau.
Also in deutschen Mittelstädten, die ja mit unter Bevölkerungsschwund leiden, sind die Mieten noch viel niedriger als in Berlin, aber da findet das nicht statt. Also es ist schon dieses Hauptstadtelement, dieses Flair, dieser Spirit von etwas unangepassten Leuten auch und diese Vielfalt. Und Richard Florida hat ja die Theorie dazu geliefert, also diese 3T, vor allem auch Toleranz, dass der regierende Bürgermeister hier ein Stück weit diese Toleranz auch vorführt und offen ausspricht, ist sicher auch ein Element, was da sehr hilfreich ist. Nur der andere Spruch von ihm, Amme, aber sexy, trifft nicht zu Ihrer Meinung nach, oder? Also ich sehe nicht, dass das Berlin so arm ist, das lebt sehr über seine Verhältnisse, das gibt jedenfalls vor, reich zu sein. Und das ist ein schöner Spruch, das Arme oder sexy. Ich finde diese Offenheit, also diese 3 T's, vor allem die Toleranz vorneweg, das ist ein Hauptelement oder das Hauptelement überhaupt. Markus Heinsdorf, Räume sind ja auch Ihr oder dein Thema. Ich habe tatsächlich, war sehr begeistert von dem Pavillon Dorf, würde ich schon sagen, in Wuhan, in China. Transparenz, einfache Materialien, Bambus wurde verwendet, durchsichtige Räume, die nachts leuchten und die begehbar sind, wo man sich etwas ganz anderes, ganz andere sozusagen Architektur, die man sonst gewohnt ist. Ich bin sehr gespannt auf Indien, weil wir werden nach Kalkutta reisen. Wir werden im Januar mit Sascha Walz, meiner Frau, wir werden da auch ein Projekt machen. Ich bin sehr gespannt, was da für Pavillons entstanden sind. Wie betrachten Sie das Thema temporärer Raum und auch mobiler, wandernder Raum? Weil das sind ja im Grunde Zelte oder Pavillons, die dann auch ein weiteres, zweites oder drittes Leben haben werden. Welche Rolle spielt für Sie dieser Raum? Man könnte auch vom IBA-Effekt sprechen, denn Berlin bemüht sich ja um eine neue IBA. Und wäre es nicht interessant, Pavillons, also temporäre Bauten, zum Hauptthema einer solchen internationalen Bauausstellung in Berlin zu machen? 2 Fragen. Absolut. Ich würde jetzt gerne versuchen, dieses ganze Thema, was einmal hier angesprochen wird, aufzugreifen und in wenigen Sätzen da eine Antwort zu geben. Ich lebe die letzten 6 Jahre, war ich weitgehend im Ausland, in verschiedenen Ländern, eher die ersten Jahre in China, immer in den Megacities gelebt und jetzt seit 1,5 Jahren in Indien, war aber auch die letzten Monate in Nord- und Südamerika. Und wenn ich selber war immer wieder in Berlin und bin ganz schwer begeistert. Gestern bin ich in einen Design-Shop-Laden gegangen, stand da mit großen Augen vor diesen ganzen Büchern und Magazinen, habe gedacht, das gibt es in München nicht. Also dazu gesagt, ich komme aus München. Ich fand das fantastisch und ich bin durch diese Straßen gegangen, habe mir einfach diese ganze Situation hier, wenn man diesen Satz gebrauchen will, so Berlin rockt, das kommt so hin, München ist einfach ein Dorf dagegen, da kann man nichts sagen. Die Mieten, würde ich sagen, München ist schon unbezahlbar, aber ich habe immer wieder überlegt, ich habe auch mal kurz hier gewohnt in Berlin, toll, dass es so ist, aber ich würde sagen, das ist nicht der Hintergrund, wie teuer oder wie wenig eine Stadt ist. Und jetzt mache ich den Sprung. Ich finde, und damit möchte ich Berlin mal als stellvertretend für alle anderen Städte in Deutschland setzen. Wenn eine Stadt so ein vibrierendes Leben hat und so viel Zuzug hat, auch aus der ganzen Welt, ist es natürlich ein ganz tolles Zeichen. Hat nichts mit günstigen Mieten oder irgendwas zu tun, sondern das würde ich sagen, das ist ein sehr deutsches Element. Und das ist, finde ich, auch ein ganz wichtigen Aspekt, einfach unsere Kultur. Wenn ich in Shanghai lebe oder in verschiedenen Städten, Megastädten, dann merkt man ganz genau, was wird in Zukunft eigentlich gebraucht? Wo müssen wir hin? Und da sind wir dann auch bei diesen ganzen Energiethemen. Also wir merken das ja nicht, aber wenn man sich vorstellt, also wie andere Menschen in anderen Kontinenten leben, und wir Deutschen haben da schon, wir sind überall gut angesehen und wir haben eine sehr, sehr wichtige Vorreiterrolle in Entwicklung, in Know-how, überhaupt in Kultur. Jetzt kommen wir vielleicht dann auf die Kunst und die Kultur zu. Und ich finde, da können wir sehr viel einbringen. Und es ist ja so, gerade bei diesen Projekten, die ich jetzt mitbetreue, dann komme ich auch noch zu den Pavillons. Da geht es darum, dass Deutschland sich präsentiert, obwohl es gut angesehen ist. Wir haben die Goethe-Institute, die zwar auch in vielen Ländern zumachen, aber es geht einfach darum,
Know-how und Wissen mit einzubringen und ein bisschen in die Zukunft zu schauen und nicht den gleichen Stiefel überall weiterzumachen. Man kann in Peking eine Stunde mit dem Taxi fahren und man sitzt 2-3 Stunden drin, um 10 Kilometer zu bewältigen zu Hauptzeiten. Da ist jeder krank, da atmet man nur noch Gase ein. Also diese Städte, die ganzen großen, gerade in Asien, Megastädte, die müssen komplett umschwenken und wir haben da eine totale Rolle. Und bei meinen Bauten selber versuche ich, oder in dieser Deutschland-Präsentation, mich als Künstler, ich komme aus einer Architektenfamilie, also wir sagen ja, der Apfel fällt nicht weit vom Baum, und Baumhäuser ist auch mein großes Thema, aber ich finde es schön, dass ich das als Künstler versuche, hier eine andere Perspektive reinzubringen, und ich glaube, das können Künstler eben sehr, sehr gut, Perspektivenwechsel oder Perspektiven mit anzuregen, nicht unbedingt, dass sie die Lösungen wissen, aber das Anregen. Ich möchte jetzt zwei Beispiele dazu sagen. Ich arbeite mit tollen Büros zusammen, mit Architekten, mit Ingenieurbüros, Tragwerksplanern wie Schleich-Bergermann und Partner, die einfach rauskitzeln aus Möglichkeiten. In den letzten Jahren, ich habe ein Buch rausgebracht letztes Jahr über Bambusbauten. Das sind alles Luxusbauten, die ich hier fertige, aber die ganzen Elemente, die ich dort einsetze, das sind alles schon dahingehend entwickelte Techniken, die man für die großen Erdbebengebiete einsetzen könnte, für Low-Cost-Houses. Nächste Woche beginne ich mit einem Workshop in Indien. Wir sehen dort bei den Wanderarbeitern, die machen mit dem, auch viel aus Deutschland, mit den Plastiktüten, die wir so unbedacht wegwerfen, werden dort die Häuser gebaut. Mit der TU Darmstadt bin ich dran. Jute wächst am Ganges, kostenfrei, ökologisch, muss nicht gedüngt werden. Wir wollen eine Membran entwickeln, um Membranbauten zu entwickeln. Ich mache es jetzt ganz kurz. Bei meinen Pavillons versuche ich, natürliche Zirkulation einzubringen, Elektrik möglichst zu reduzieren, natürliche Lüftungen zu machen und so weiter. Vielleicht als Abschluss noch Energie mit der TU Darmstadt. Also ich habe immer große Lust, mit Universitäten zu arbeiten, mit der TU München, mit den Hydromechanikern haben wir ein Kunstwerk entwickelt. Das ist ein Traktorreifen und ein Wasserrad, und das Wasserrad ist eigentlich so ein Nordpol-Windkraftwerk, und einer der Studenten hatte die Idee, Mensch, das nehmen wir jetzt fürs Wasser her, und die haben dann ein Jahr lang dran geforscht, und jetzt gibt es den Prototypen. Das ist ein 1,30 Meter, also so groß wie dieser Traktorreifen ist, also dieser Traktorschlauch, und das haben wir gerade ausprobiert, das kann man in den Fluss reinschmeißen, und überall in Regionen auf dieser Welt, wo es keinen Strom gibt, kann man damit wunderbar Leselicht machen. In Ecuador hatte ich vor 3 Jahren ein Bauprojekt, die Indianer, die freuen sich, wenn sie auch mal ein Buch lesen können und ihr Handy laden, obwohl es ja keinen Anschluss gibt im Urwald, aber das sind so Geschichten, die einfach, denke ich, man kann als Künstler gut Anregungen geben. Ich möchte gerne einen Begriff von dir, Markus, aufnehmen, den Begriff des Prototypen. Ich glaube, diese Idee des Labors, Berlin, Creative City als Zukunftslabor, entwickelt ja permanent neue Ideen, prototypisch oder auch modellhaft. Und will auch nochmal ganz kurz an der Stelle tatsächlich das Projekt Radialsystem schnell vorstellen, weil ich hatte das Gefühl, viele im Raum kennen es dann doch nicht. Es sind ja auch viele Gäste, die nicht aus Berlin sind, hier versammelt. Und zu denen möchte ich übrigens was ganz Wichtiges vorneweg sagen. Wenn wir hier über Berlin als Creative City sprechen, dann sprechen wir bitteschön über die Stadt, zu der ihr alle dazugehört. Weil ich finde diese Konkurrenz der Städte nicht nötig. Das gab es damals in Florenz, da haben ja die toskanischen Städte miteinander konkurriert, und wie wir alle wissen, floss da sogar viel Blut. Wir sind zivilisierter, und ich finde gewisserweise Berlin, wenn es die Rolle hat der Bundeshauptstadt, dann genau die, dass Menschen aus allen Regionen der Republik, aber auch aus ganz Europa ja hierher reisen, um Teil zu werden von diesem Berlin und Teil zu haben und vielleicht sogar Teil zu geben. Weil dieses etwas reingeben, etwas mitnehmen ist ganz wichtig, und ich finde, das kommt oft in der Diskussion viel zu kurz, wenn Städte miteinander so sich vergleichen, dieses Städteranking, ich kann es nicht mehr hören, welche Stadt ist jetzt wichtiger, Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt. Berlin gehört auch allen, also dieses Gefühl, dieses Berliner Phänomen ist etwas, was ein Teil von uns allen sein sollte und sein könnte. Ich möchte nur ganz kurz mal sagen, was zum Beispiel möglich ist an einem Ort,
der eben die Künste komplett neu denkt. Und im Radialsystem haben wir zum Beispiel begonnen, Konzerte im Liegen durchzuführen, wo das Publikum in der Horizontalen liegt. Es gibt den Ich-kann-nicht-singen-Chor, also ein Chor, wo Menschen teilnehmen können, die meinen, sie können nicht singen und die werden quasi in Bewegung gesetzt. Es ist in dem Sinne auch so ein Brutkasten. Wir gehen dann raus, wir eröffnen Museen wie das Neue Museum oder wir machen choreografische Opern. Oder Education-Programme, wie jetzt zuletzt Carmen mit den Berliner Philharmonikern. Alles Projekte sozusagen, die höchst interdisziplinär angelegt sind und versuchen, das Publikum aktiv mitzunehmen. Im extremsten Fall zum Beispiel gibt es da ein Chorprojekt mit dem Rundfunkchor, wo das Publikum nicht sitzt, sondern sich ständig bewegt und der Chor permanent in Bewegung ist. Das sind auch Ideen, wo wir jetzt sagen, als nächsten Schritt geht es darum, auch Konferenzen, weil wir machen sehr viele Konferenzen, in diese Richtung künstlerisch kreativ zu entwickeln. Und das fand ich sehr interessant, was Sie ja beschrieben haben in Ihrem Buch bzw. Ihrer Doktorarbeit, wo Sie sagen, und da will ich gerne nochmal drauf zurückkommen, wie kann man wirklich Unternehmen, also wirtschaftliche Unternehmen, infizieren mit diesem künstlerischen Virus? Und andersrum gesprochen, was können Künstler sozusagen von den Ökonomen oder den wirtschaftlichen Unternehmen lernen? Wie kann man diese Wechselwirkung verstärken? Haben Sie da eine Vision dafür oder sagen Sie, das findet sowieso statt, es braucht sozusagen keine Unterstützung oder sehen Sie da mit Projekten wie dem Beta-Haus oder Ex-Rota Print verschiedenen Orten in Berlin, die letztlich als Gründerzentren fungieren, halten Sie das für erforderlich oder ist Berlin als Ganzes sowieso schon dieser Großinkubator? Braucht es quasi Architektur dafür, braucht es konkrete Räume, braucht es auch Unterstützung, Beihilfen, Wirtschaftsförderung etc. Gestern war ja Nikolaus Zimmer hier. Also hat der Senat, hat Berlin als Stadt da einen Auftrag, weil ein Medici gibt es hier nicht in dem Sinne. Es gibt auch keinen regierenden Bürgermeister, der jetzt die Schatulle dafür öffnen kann. Also wie kann man sozusagen das wettmachen, was es in Florenz gab? Was braucht Berlin oder braucht Berlin nichts mehr, ist alles schon da? Ich glaube, es ist alles da, aber ich glaube, es muss noch stärker fokussiert und stärker konzentriert werden. Also dieser offene, runde Tisch, wie die Medici das hatten und wie ich das lustigerweise auch bei meinem Großvater eben überlebt habe, dass einfach immer Menschen unterschiedlicher Hintergründe um den Mittagstisch saßen und diskutiert haben. Da waren immer auch Künstler dabei und ich glaube, was diese Nähe zur Kunst tatsächlich ausmacht, ist einerseits die Kunstbetrachtung sicherlich, aber andererseits, was noch viel interessanter ist und viel stärker ist, ist Künstler einzubeziehen in so tatsächliche Problemlösungsansätze, also die einfach mit Problemen zu konfrontieren, wo man selber jetzt einfach vielleicht eine ganz andere Herangehensweise zu hätte. Und da wird man oftmals überrascht, wie Künstler da einfach so eine ganz, ganz andere, schon einen ganz anderen Ansatz überhaupt entfalten, wie man auf dieses Problem zugehen könnte. Und wir haben das so ein bisschen in so einem Mikroprojekt bei uns zu Hause, wo wir vor 2 Jahren eine Artist Residence ins Leben gerufen haben und jetzt jeden Sommer mehrere Künstler haben, die bei uns zu Hause auch wohnen und die da quasi eigene Atelierräume haben und eigene Wohnräume haben. Aber die eben einfach auch in einem sehr, sehr engen Kontakt zu uns stehen. Und das ist einfach eine extrem spannende Erfahrung, die einfach in so einem täglichen Umgang zu erleben, wie reagieren die eigentlich auf so die Gegebenheiten des Hauses, wie jeder sieht da irgendwie was anderes. Es ist ein sehr, sehr altes Gebäude und jeder hat da irgendwie einen anderen Ansatz, den er extrem spannend findet. Und ich glaube, das ist das Ziel oder das eigentliche Potenzial von Berlin, dass man so viel Kreative da hat, man müsste sie einfach nur sammeln um einen Punkt. Ich habe jetzt noch keinen konkreten Ansatz, wie man das in Berlin machen könnte. Ich glaube, dass es tatsächlich darauf ankommt, da auch ein tatsächliches Problem zu haben, zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben zu viel leerstehende Räume, wie könnte man die nutzen? Ich weiß nicht, was jetzt die drängenden Probleme sind, da müsste man sich tatsächlich mal auseinandersetzen, dafür bin ich einfach keine Berlinerin, aber ich denke, dass solche Probleme oder solche tatsächlichen Themen einfach mal offen in so einem Austausch mit Kreativen diskutiert werden müssen, weil da oftmals die spannendsten Sachen rauskommen. Und da gibt es ja diesen Ansatz von dem Axel Kufus von der UdK in Berlin, der einfach mal 10 Künstler um 10 Gegenstände versammelt hat und hat dann irgendwie Mozzarella, einen Koffer und einen Apfel und also die unterschiedlichsten Gegenstände in einen Raum gebracht und hat sie dann einfach gebeten, sich über diese Gegenstände Gedanken zu machen.
Und in so einer Art Roulette-Spiel, es wurden immer zwei Gegenstände ausgewählt und da wurde versucht, da irgendwie eine Gemeinsamkeit oder eine Schnittstelle herauszufinden. Und aus diesem Projekt sind 5 Patente entstanden, weiß Gott wie viele Gründungen. Also einfach eine unglaubliche Kreativität, die da freigesetzt wurde. Und ich glaube, wenn man sowas forciert, hat das hat dieses Potenzial, was Berlin hat, die richtige Chance, sich zu entfalten. Also Professor Axel Kurfuß von der UdK macht diesen Designreaktor. Und was er eben auch tut, er bringt Künstler, kreative Designer zusammen mit Handwerkern. Da ist dann zum Beispiel eine besonders designte Seife daraus entstanden. Er hat einen Seifenmacher gefunden, der eigentlich keine bestimmten aufregenden Formen hatte und der Designer und der Seifenmacher zusammen haben ein neues Produkt entwickelt. Das sind genau letztlich diese Schnittstellen, die neu entstehen und da gibt es tatsächlich einige tolle Projekte an den Universitäten bereits, aber auch außer, also es gibt diese Coworking Spaces, die quasi wie Pilze aus dem Boden schießen. Das sind im Grunde alles Zellen von Kreativität, wo hochverdichtet Menschen zusammen neue Konzepte und Ideen entwickeln. So gesehen vielleicht noch mal der Ball zu dir mit dem Electric Hotel, könnte das nicht auch nochmal eine nächste Stufe sein, wo sozusagen an dieser Schnittstellen-Perspektivwechselarbeit gearbeitet wird? Oder hättest du Interesse, auch mit Markus zusammen, mit seinen mobilen Pavillons mal was zu entwickeln? Das wäre ja vielleicht eine interessante Fragestellung. Absolut. Also die erste Fragestellung ist ja, wo definiert sich die Kunst selber? Ist es jetzt dekoratives Beiwerk, was man sich irgendwo hinhängt? Oder funktioniert die Kunst vielleicht so wie so eine Art Schnittstelle zwischen genau den Positionen, zwischen Ingenieuren, Wissenschaftlern, Künstlern und anderen kreativen Geistern? Das heißt, da ist auch die Kunst gefragt, sich irgendwie einzubringen. Ich glaube, dass was das jetzt hier in Berlin, die Frage eben nach den, was kann Berlin tun, ist eine Frage nach Rahmenbedingungen. Ist selten oder seltenst eine Frage des Geldes, so sage ich jetzt mal so aus meinen 20 Jahren dahin laborieren. Geld ist im Prinzip nachwachsender Rohstoff, ne? Und Geld sammelt sich dann da, wo keine Ideen sind. Wo Ideen sind, sammelt sich in der Regel kein Geld. Das heißt, Projekte scheitern in den seltensten Fällen an Räumen oder an Geld, sondern sie scheitern daran, dass es an Personen mangelt, die in dem Projekt dabei sind. Und ich weiß noch, als ich vor 2 Jahren habe ich bei Professor Faltin einen kleinen Vortrag gemacht, kam aus der Kunst, hatte mit Entrepreneurship und sowas noch niemals begegnet und er sagte mir dann anschließend wunderbare Komponentengründung. Ich sage, Komponenten was? Das heißt, dass in der Kunst, in der Kreativwirtschaft ganz viele Prozesse, die jetzt im Entrepreneurship passieren, eigentlich von jeher schon so passiert sind. Man ist dann als Künstler unterwegs, man ist darauf angewiesen, sich mit Leuten zusammenzutun, die eben BWL oder Ingenieurswesen oder irgendwas anderes als Hintergrund haben. Man kommt gar nicht darum herum, das zu machen. Das, was wir jetzt im Moment erleben, vorhin war in einem Vortrag auch mal kurz die Rede davon, dass die ganze Arbeitswelt sich verändert. Ich habe immer das Gefühl, dass die Arbeitswelt jetzt in die Richtung kommt, wo Künstler eigentlich seit 30, 40 Jahren sowieso schon arbeiten. Also dieses hochflexibel, dieses nicht mehr von 9 bis 17 Uhr, sondern man arbeitet halt, weil man davon überzeugt ist, was man macht und arbeitet dann eben vielleicht auch mal bis 4 Uhr nachts oder sowas. Das heißt, dass ganz viel, was in der Kunst schon seit ehedem passiert, jetzt an andere Orte übergeht und dass das auch dieses... was mir ganz viel beim Entrepreneurship ausfällt, dass es eben kein Job ist, sondern es ist eine Art Lebenseinstellung, was man macht. Dass man eben etwas macht, wenn man davon überzeugt ist, ob das jetzt ein Kunstwerk oder eine Firmengründung oder sonst was ist. Man steht halt mit allem, was man hat und allem, was man kann, dahinter. Und da ist es in einer Stadt wie in Berlin, die dann eben eine gewisse Attraktivität hat für Leute. Wie gesagt, Räume sehe ich erst weiter hinten, Geld sehe ich auch weiter hinten. Am Ende sind es die Personen, die an einen Ort geholt werden und das wird damals in Florenz ähnlich gewesen sein. Klar, Künstler sind Überzeugungstäter, sie arbeiten aus Leidenschaft, hier in Berlin die meisten natürlich sehr prekär, aber was sicherlich Unternehmensgründer von Künstlern auch lernen können, ist der Begriff, auch dieses Stichwort möchte ich gerne aufnehmen, des Scheiterns. Ein Künstler, sei es darstellende Kunst, Theater, Tanz, sei es ein Musiker, sei es ein bildender Künstler, arbeitet prozessual und niemand würde auf die Idee kommen, dass schon der erste Versuch, die erste Ideenskizze sofort zu dem perfekten Kunstwerk führt, sondern es dauert, es ist ein Prozess, es ist sehr kompliziert, man braucht viel Zeit, man braucht einen langen Atem, man braucht Freiräume, man braucht Inspiration, all diese Dinge und ganz am Ende kann dann vielleicht ein erfolgreiches Kunstwerk entstehen und eine Unternehmensgründung ist im Grunde auch
Günter Faltin bezeichnet das oft mit Ideenkindern, also mit dem Zeugungsakt. Man bringt auch ein Kind ja nicht in 2 Wochen auf die Welt. 9 Monate reift es erstmal im Bauch der Mutter heran. Und wenn es dann kommt, dann beginnt sowieso nochmal ein ganz langer Prozess des Lernens, des Entwickelns. Und ich denke auch, eine Unternehmensgründung ist, das sind diese beiden Metaphern, denke ich, die ganz gut passen. Was ich glaube, was wir wirklich brauchen, und ich meine das mehr metaphorisch, Räume des Scheiterns. Das heißt nicht, dass man vom Scheitern ausgeht, aber das Scheitern darf sozusagen nicht wie ein Damoklesschwert über dem Unternehmensgründern schweben. Dann geschieht nämlich genau das, was ich selber vor 20 Jahren erlebt habe. War ich eingeladen bei der Universität von Luigi Bocconi in Mailand, einer der führenden Wirtschaftswissenschaften Universitäten in Italien oder in Europa, und saß in einem Hörsaal etwa wie diesem und habe gerade das Tacheles gegründet und habe diesen jungen Studenten, den Wirtschaftsstudenten gesagt, werdet Gründer, gründet Unternehmen. Die haben mich angeguckt, als hätte ich denen gesagt, fliegt auf den Mond. Die wollten alle in irgendwelche Firmen rein und in Firmen Karriere machen und sich quasi hocharbeiten als Angestellte. Und mittlerweile, glaube ich, ist der Boom genau andersrum. Jetzt will jeder gründen, jeder will sofort ein Unternehmen machen und will gar nicht mehr die harte Schule des Misserfolgs durchlaufen. Und ich glaube, wir haben hier auch in Deutschland ein Problem, dass Insolvenzen zum Beispiel, das ist sozusagen wie Aussatz. Also wenn du mal eine Firma gegründet hast und gegen den Baum gefahren hast, dann bist du erstmal gebrandmarkt für 7 Jahre oft. Und das ist in Amerika tatsächlich anders. Das wäre vielleicht auch nochmal zu sehen, das meine ich zum Beispiel, wo sich auch Rahmenbedingungen verändern müssen, dass wir den Druck da ein bisschen rausnehmen. Erfolgsdruck ist ja ganz förderlich, aber es darf sozusagen nicht dazu führen, dass Dinge eher verunmöglicht werden. Also das wäre sozusagen mein Credo, dass man stärker auch als Stadt Freiräume langfristig erhält. Deswegen glaube ich schon, ist eine veränderte Liegenschaftspolitik hilfreich, aber auch diese Freiräume schafft, wo eben Scheitern möglich wird. Und das ist nicht nur raumbezogen, sondern das ist eine Frage der Haltung. Eine Frage der Haltung auch der möglichen Investoren, Kapitalgebern, aber auch letztlich des Unternehmensgründers selber. Was erwarte ich von mir? Wie überfordere ich mich? Was tue ich mir eigentlich selber an, wenn ich ein Unternehmen gründe? Wie belaste ich mich? Das ist ja letztlich, ich würde ganz gerne, genau. Ich würde nicht so, ich würde keine Kultur des Scheiterns hier proklamieren wollen, sondern mehr Experiment. Und zum Experiment gehört, dass man ein bisschen, ja, nennen wir es Experiment. Beim Experiment hat man ein bisschen Vorsicht und führt nicht seine ganze Existenz sozusagen ins Risiko ein. Und das passt auch mehr zu dem, wie ich Künstler erlebe. Die riskieren nicht ihre ökonomische Existenz, manchmal schon, aber sollten sie eher nicht. Also Proof of Concept first, würden wir sagen, immer Prototypen, das ist ja ein Begriff aus der Kunst eher, also Prototypen machen, testen, verwerfen, neu machen, Feedback schleifen, sowas. Also der Experimentkultur und da mutig sein, dieses alles oder nichts, so aus USA kommt so ein try fail und try succeed. Also die ersten beiden Stufen finde ich nicht so toll, sondern lieber try out, und ohne fail und dann gucken, dass man über dieses Proof of Concept, über diese Experimentschleifen, Feedbackschleifen weiterkommt. Da würde ich vielleicht auch noch, direkt dazu sagen, dass es also erstaunlicherweise begegnet mir das Wort Scheitern im Laufe des Jahres eigentlich nie, und das ist jetzt, glaube ich, das 18. Mal gefühlt, dass ich das hier auf dem Entrepreneurship Summit höre. Das ist eigentlich gar nicht so das Thema. Also was heißt denn Scheitern? Wenn ich jetzt ein Werk nicht fertig kriege, weil es finanziell nicht geklappt hat, oder wenn ich ein Unternehmen, das kann aus unterschiedlichsten Gründen sein, dass es nicht funktioniert. Ich denke, unsere Zeit ist in 2 Minuten um. Oha. Oder beziehungsweise, ich habe nur noch eine letzte Frage, die einer von Ihnen beantworten kann. Wie schaffen wir es, nicht nur die Kreativen, die üblichen Verdächtigen, sondern, oder macht es Sinn, dass die Stadt selbst zur kreativen Stadt wird? Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Ist das eine gute Idee oder ist das etwas, was wir nicht brauchen? Will jemand von Ihnen dazu antworten?
vielleicht noch sagen, als ich als Fremder hier in Berlin, es ist eine sagenhafte Stadt, nicht nur von der Stadt her und von den Menschen und der Großstadt, sondern überhaupt, wir reden immer über Künstler, sondern was hier eigentlich an Kultur und an Kunst zu sehen ist. Und ich bin, wenn man hier durch die Museen geht, es ist schon so ein Reichtum, aus dem alle schöpfen können. Und wenn ich Bürger in Berlin wäre, also in München mache ich es natürlich auch, aber hier ist alles nochmal eine ganz andere Dimension. Und ich war heute Morgen um 9 Uhr im Botanischen Garten, sagenhaft, gestern in der jüdischen Synagoge, unglaublich. Also was es für quer durch an Kultur, an ein Potenzial, hier ist ein Riesenschatz versteckt, und wenn den jeder für sich nützt, für mich ist das hier, ich fahre hier reich beschenkt zurück und werde daraus schöpfen. Vielen Dank. So, wir machen kurz eine Pause. Danke für die Panelisten.